Grüezi miteinander. Ich bin Uwe Scheibler und im Namen von Wetzi Kontakt möchte ich Sie ganz herzlich einladen zu einem nächsten Stadtspaziergang am 1. September. Wir würden uns am Nachmittag um 2 Uhr hier beim Alterswohnheim am Wildbach treffen. Und das Thema ist Stadt als Lebensraum von alten Leuten. Im Rahmen des Jahresmotto «Wege zur lebendigen Stadt» stellen wir uns mal vorstellen, wir wären alle alt oder sogar ganz alt. Das hat sich ja in den letzten 30, 40 Jahren massiv verändert. Einerseits sind die 70-Jährigen sehr viel mobiler, andererseits sind aber auch 80- und 90-Jährige unterwegs. Und das bedeutet ganz andere Anforderungen an die Stadtgestaltung. Auf einem kurzen Spaziergang über die Bahnhofstrasse und über das Spital schauen wir mal aus der Sicht von alten Leuten, wie das aussieht. Und beim Schauen fängt es schon an. Es wird nämlich alles ein bisschen unschärfer, es wird ein bisschen grauer, die Bewegungen sind langsamer, man braucht länger, um über die Strasse zu kommen. Nach 50 Metern will man gerne ein Bänkchen sehen und so weiter und so fort. Da gibt es also 100 verschiedene Details, die manchmal einfach zu machen wären, manchmal aufwendiger wären. Aber wir schauen mal auf dieser Strecke, wie es wäre, wenn wir eben ganz alt wären. Und natürlich, im Moment denken die wenigsten daran, aber irgendwann verwünscht es jeden. Und dass sie schon mal einen kleinen Vorgeschmack haben, wie das könnte sein, dann kommen Sie am besten mit auf den Spaziergang am 1. September, am Nachmittag um 2 Uhr, hier im Alterswohnheim am Wildbach. Wir freuen uns auf Sie. Danke.